Hallo, hier ist wieder Katharina aus der Eifel. Heute machen wir ein Video zu einem Thema, das wirklich nicht schön ist für Milchviehhalter. Und zwar geht es um das Thema Fremdkörper. Wenn eine Kuh etwas frisst, was nicht in ihren Magen gehört, dann kann es sich dort festsetzen. Das Ganze nennt man Fremdkörper. Hier, unsere liebe Bella, hat leider einen Fremdkörper. Vermutlich hat sie mit dem Futter ein Stück Plastik oder ein Stück Metall gefressen, das sich nun bei ihr im Magen festsetzt. Sie kann das Ganze leider nicht mehr mit dem Kot ausscheiden und hat deswegen Schmerzen, da es vermutlich irgendwo in die Magenwand hineinpiekst. Wir haben ihr schon Schmerzmittel gegeben und einen Magneten, der dafür sorgen soll, dass der Fremdkörper, wenn er magnetisch ist, daran haftet und nicht mehr in die Magenwand piekst. Allerdings sehen die Chancen sehr schlecht aus. Bella geht es zunehmend schlechter. Wir hoffen, dass wir ihr helfen konnten. Wenn es allerdings nicht anders geht, müssen wir sie leider erlösen. Aber es gibt Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Kühe Fremdkörper fressen. Und dazu gehen wir jetzt mal raus auf die Wiese. Hier befinden wir uns auf einer unserer Wiesen. Wie ihr seht, haben wir gerade gemäht. Dabei haben wir am Feldrand entlang eines Weges diese Dosen gefunden. Zum Glück haben wir sie gefunden im hohen Gras und nicht mitgemäht. Denn wenn man diese Dosen mit dem Mähwerk zerkleinert und letzten Endes landen diese dann im Futter der Tiere, so können sie bösen Schaden anrichten, wie ihr eben bei unserer lieben Kuh Bella gesehen habt. Denn diese Dosen hier sind leider nicht magnetisch. Sie sind aus Aluminium, genauso wie Plastik. Deswegen können sie nicht vom Magnet im Futtermischwagen oder auch vom Magnet, den wir der Kuh in den Magen tun, erfasst werden. Wir haben also keine Chance, diese kleinen Dosensplitter aus der Kuh wieder herauszubekommen. Deswegen mein Appell und auch der Appell aller tierhaltender Landwirte an euch. Nehmt euren Müll mit nach Hause, bringt das Pfand in den Laden zurück und alles andere gehört in die Tonne und nicht in die Natur.